Hörst du mich? Hallo, wie geht's? Grüß dich, Michael. Na? Du bist wieder da in schönes, grünes, schmutziges Berlin. Ja, im schönen grünen Yeah. Freundlichkeit. Wir waren in Urlaub in Griechenland. Ja, echt toll. Also, ist halt schön, wenn man von hier in die Sonne fährt und in 20 Grad und am Meer sein kann. Mehr braucht man nicht, ne? Eigentlich. Also heute auch hier ist es warm genug, fast warm genug in den Strand zu gehen. Tja. Also man kann hemdlos laufen gehen, aber doch Die Giris, die machen das auch. und zu braunen es ist noch zu kalt, aber ja, es geht. Das machen doch, ist doch so typisch Giri, oder? An der Promenade ohne Hemd zu laufen, ne? An der Promenade, ja. Nein, ich mache das am Strand, nicht an der Promenade. Ich mache das an der Promenade, weißt du, weil Ja, ich ich bin weiß Giri. Wenn Ja, aber. du hier lebst, auch wenn du zur Arbeit gehst, dann solltest du tun. Oder? Immer. Jetzt komme ich zurück hier. Cold Gray. Es hat heute Nacht geschneit. Kannst du das vorstellen? Das ist Es richtig verrückt. geschneit. Ja, es ist verrückt. Es ist verrückt. Wie ist die Temperatur jetzt dort? 3 Grad haben wir gerade. 3 Grad? Also Scheiße. mein Laptop zeigt mir 3 Grad an. Könnte es auch 5 Grad sein. Also ich war gerade draußen, es ist echt kalt. Es ist ja. Ich vermisse das nicht. Dem. Das beste Sache über Berlin war, dass es am Wochenende viel mehr interessante Sachen gab. Hier ist es immer dasselbe. Es gibt auch schöne Sachen zu tun. Es gibt immer gute Pläne, aber ja, Berlin ist immer interessanter, natürlich, weil es eine große Stadt ist. Aber ja, während der Woche ist es so viel besser hier. Ja, also keine Frage. Ich denke auch. Man will ja immer das, was man nicht hat. Ja, das ist auch richtig. Aber wie sieht es eigentlich mit Meetups aus in Donostia? Gibt es da? Ehrlich gesagt, ich habe es nie versucht. So, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es sollte geben, weil so viele Ausländer hier gibt. Es gibt Studenten und es gibt auch viele Leute, die entweder Sprachlehrer oder Experts hier sind oder Touristen. Es gibt viele Touristen. Ja, oder Erasmus-Leute oder so. Ja, es gibt viele Erasmus-Leute auch, weil es gibt drei, vier Unis, glaube ich. Es ist eine kleine Stadt. Es gibt viele junge Studenten hier. Michael, hast du gewusst, dass in Donostia ja die höchste Michelin-Estrella-Dichte ist auf der Welt? Ja, das habe ich gehört, aber ich habe auch gehört, dass es die höchste ist in Tokio, oder? Hm. San Sebastian ist die zweite höchste. Also wahrscheinlich Aber kann egal, Paris oder Tokio. es ist nicht so wichtig. Welche Stadt ist die? Ist die, ist die, die die meisten pro Quadratmeter hat, oder? Das Wichtigste ist, dass es gibt Michelin-Stern-Restaurants und Touristen Wichtig ist, dass kommen. es gutes Essen gibt. Ja. Aber ja, es gibt viele Leute, die hier deshalb hier in Urlaub kommen. Ja, also Spanien hat 11, glaube ich, 3 Sterne. 5 davon sind in País Vasco und 3 Sterne sind in Donostia. Also ich habe Tourismus studiert in Uni und
vor 4 Jahren. Ich habe keine Ahnung, wo alle diese Sachen. Es gibt. Also mich interessiert das ja auch Warum nicht. weißt du, warum weißt du das alles? Weil das für mich ist es relativ nutzlose Information, weißt für Naja, also mich. ich komme vielleicht auch durch meine Arbeit, da ich im Luxushotel arbeite, weiß ich, wie viel es in Deutschland gibt. In Berlin gibt es nur ein Drei-Sterne-Restaurant. Und dann habe ich geguckt, wie viel ist denn in Frankreich oder Spanien oder Italien? So, und habe halt Spanien geguckt. Und da ist mir aufgefallen, dass da ganz schön viel da irgendwie in Nordspanien sind. Aber du hast das nicht in deine Ausbildung studiert, oder? Nein, nein, nein. Okay. Das. Du weißt es, weil du dafür interessiert hast und das Genau. darüber gelesen. Naja, Okay. also das war nicht Teil des Unterrichts, wär witzig. Nee. Was habt ihr eigentlich in den Unterrichten gemacht? Also wir hatten. Das war eine Woche pro Monat, oder? Genau. Es war immer eigentlich also Sozial- und Wirtschaftskunde so allgemein. Das hat, glaube ich, jedes Fach, aber wenn du eine Ausbildung machst, dann hatten wir noch Arbeiten am Empfang, war das so in der Theorie. Also dann war dann das mit Preiskalkulation der Zimmer. Also für wie viel Euro kann ich das Zimmer verkaufen, dass es sich lohnt? Also damit man den Mindestumsatz macht, dann den Gewinn macht. Okay, das macht Sinn. Und das Gleiche auch mit einem Menü, also wie viel Einkaufspreis und dann das halt multiplizieren, bis wir halt dann gewinnen, also mit Gewinnaufschlag und so weiter. Es ist nicht so komplizierte Dreisatzrechnung eigentlich. Aber ja, es gehört halt zum Hospitality dazu, dass man das in der Theorie macht. Ich hätte das gerne noch vertieft, muss ich sagen. Also das war ja dann schon Betriebswirtschaft, aber das war alles nur so ein bisschen oberflächlich, nicht so sehr tiefgehend dann. Und da hatten wir auch Prüfungen dann in diesen Sachen. Ja, wenn ich beide Studien vergleiche, was du gemacht hast, ist so viel besser als was ich gemacht habe. Für Hotelfachmann, weißt du? Weil unsere war 4 Jahre, 4 Jahre Studium und es war 95% Theorie, so Unterrichte in Universität und dann ein kleines Praktikum in einem Hotel, aber ja, am Ende, man hat viel darüber bezahlt. Fast nichts gearbeitet in 4 Jahren. So, man hat fast keine Erfahrung. Und dann, es ist diese Art von Jobs, es ist nicht so schwer, es zu lernen. So, Ja. das Wichtigste ist, Erfahrung zu haben. Und ja, also so viel zu studieren dafür ist für mich ist es sinnlos. Und was ihr macht dort, ist so viel besser, weil vom Anfang an ihr arbeitet und dann ihr bekommt Erfahrung und dann in 3, 4 Jahren nach der ganzen Sache, ihr habt schon 3, 4 Jahre Erfahrung. Also, Also das. und während der Kurse ihr werdet auch bezahlt. Vielleicht nicht so viel, aber es ist viel besser als dafür zu bezahlen, was wir gemacht haben. Ja, keine Frage. Also Ja, wir. ich habe ein Universitätsstudium. Okay, aber das. Und es war nützlich für mich später, für andere Sachen, die ich gemacht habe. Übersetzung, ein Masters und mein Job in der Wirtschaft und so weiter. Aber um als Hotelfachmann zu arbeiten, und das ist, was die Mehrheit der Leute, die mit mir studiert haben, machen jetzt immer noch. Ja, ich glaube, es ist eine ganz verrückte Idee. Es wäre viel besser, ganz einfach ein kurzes Praktikum zu machen oder einfach die deutsche System hier auch zu probieren.
Sie haben angefangen jetzt in Rumänien durch die deutsch-rumänische Handelskammer. Also nicht Ja. jetzt, als ich dort gearbeitet habe. Die deutsche Ausbildungssystem. Die Rumänen haben es ausprobiert und ich glaube, es funktioniert auch gut dort. Aber ist es schon also etabliert oder nur so Testphase? Ja, so das war vor 2 Jahren. Und dann sie machten, also sie testieren es. Also sie haben es getestet. Aber ja, ich glaube, die Ergebnisse waren gut. Also natürlich. Aber gibt es nicht das System der Ausbildung schon in Spanien? Aber das ist nur 2 Jahre, glaube ich, oder so, ne? Aber ja. Formación profesional. Mhm. Formación profesional ist wie Trade School. Aber das ist ja, man, aber das, was die Menschen darüber glauben, ist viel schlimmer. Also das öffentliche Image, die diese Ja. Sache hat, es ist nicht wie in Deutschland. So, die klugen Menschen gehen zur Uni und die dummen Leute machen das. Und also es ist nicht dasselbe Sache. Wenn du eine Ausbildung in Deutschland machst, also das ist, es ist viel, man respektiert das viel mehr als hier. Weil Ja. auch das Programm ist viel besser, glaube Ja. ich. Ja, also ich denke vor allem in der Hotellerie ist praktische Erfahrung wirklich am wichtigsten, dass man wirklich, man kann so viel in der Theorie, also es gibt theoretische Berufe natürlich, aber nur zu studieren an der Universität und dann ins Hotel kommen, das ist nochmal was anderes, weil ja, es ist natürlich mit den Menschen arbeiten komplett die ganze Ja. Zeit, dann kannst du Ja, das ganz in der Theorie lernen. für die meisten Jobs ist es wichtiger, Erfahrung zu haben und gut mit Menschen umzugehen. Also wir haben, es gibt ja in Den Haag noch eine Hotelschule, also auch eine Universität. Und da, das machen viele oder ein paar von uns immer, wenn sie fertig sind mit der Ausbildung, nochmal das Studium in Den Haag. Das geht dann, ich glaube, 1,5 Jahre nur noch, weil wir diese Ausbildung schon gemacht haben. Und dann hast du halt noch dein Tourismusmanagement, bla bla bla. Aber ja, also es ist nicht nötig, ehrlich gesagt. Nur, ja, man kann das machen. Und über das Thema nutzloses Studium. gestern habe ich mit einem Kumpel gesprochen. Ich habe ihm geholfen, einen Job in die European Space Agency. Wie heißt das auf Deutsch? Europäische Luftraum. Europäische Luftfahrtgesellschaft. Luftfahrtgesellschaft, ja. Ich habe ihn ein Vorstellungsgespräch zu vorbereiten geholfen. Und Auf er hat Englisch. die, ja, und nächsten Monat zieht er nach Holland um und er arbeitet für ihn. Das ist gut. Und er hat ein Doktorstudium gemacht. Er ist Ingenieur, danach hat er Ah ja. Doktorarbeit, Doktorstudium. Ja, also promoviert oder Doktorarbeit geschrieben, ja. Ja, ein sehr, sehr kluger Typ. Und, aber ein echter Sache ist, er ist Ingenieur, er hat Forschung über elektrische, ich weiß es nicht. Ja, er hat es erklärt, natürlich. Ich habe es nicht verstanden. Aber er hat mich gesagt: Alter, du solltest auch ein Doktorstudium machen. Ich? Warum? Ja, du liest die ganze Zeit, du hast ein Master, du kannst es tun. Also was du jetzt machst, ist auch Forschung, oder? Du denkst, die ganze Zeit versuchst du neue Sachen und Sprachen schneller zu lernen. Okay? Und
Da habe ich gesagt, ja, du könntest das, das und das tun und vielleicht könntest du es machen. Ja, aber wofür? So was. Warum nicht? Also gut, klar, ist natürlich Aber zeitintensiv, am Anfang aber habe ich gedacht, ja, also was ist da für mich? Also was bekomme ich dafür? Aber dann habe ich. Ich habe weiter darüber nachgedacht und dann, ja, das könnte auch mit meinem Geschäft hilfreich sein, wenn ich ein Doktor bin, ne? ja, selbstverständlich. Also das wird sich ja viel besser verkaufen. Vor allem, wenn du Doktor Linguistik oder so machst, natürlich. Doktor in Language Acquisition. Und Ja, genau. wenn ich eine wenn ich eine Arbeit oder manche Arbeiten über Sprachenlernen veröffentlicht habe, dann das, ja. Ich werde mich darüber informieren. Und vielleicht versuche ich es. Es könnte interessant sein. Also ich finde das eine gute Idee, Michael, wenn du das Aber es ist machst. auch extrem viel Arbeit und ich bin schon beschäftigt. Aber es ist auch richtig, dass diese Arbeit, die Mehrheit dieser Arbeit ist, über dieses spezifische Thema zu lösen, mehr Forschung zu machen und das mache ich schon. Also, ja. Also zum Beispiel Sven, er macht ja auch gerade noch seinen Master in Solar und hat er auch mit seinem Solarbusiness. Also, Aber ist er ein Ingenieur? Was ist ja, er? genau. Genau. Also, er macht jetzt seinen Master, also in den Ingenieur, Maschinenbau, Solar, irgendwas, schreibt jetzt seine Masterarbeit. Aber er hat, also, was ich sagen will, er meinte, es hilft ihm wirklich sehr, die Arbeit, was er nicht gedacht hätte, mit der Masterthesis und seinem Job gleichzeitig. Und ich meine, das Gleiche kannst du ja bei dir auch, weißt du, ich meine? Also, Ja. kannst ja über die Herkunft der baskischen Sprache deine Doktorarbeit schreiben. Aber nein, das Ziel meines Arbeits wäre es, Sprache schneller zu lernen. So, wie kann man Sprache so schnell wie möglich und so gut wie möglich lernen? So effektiv. Und das würde ich machen auch, um Baskisch zu promovieren, also so dass mehr Leute Baskisch lernen, aber auch so dass Leute hier Englisch und Deutsch und so weiter lernen. Ich werde jemanden anschreiben von Uni. Schau Duolingo mal. ist die Antwort. Duolingo Ja, nein. ist die Antwort. Aber was du machst, funktioniert. Geht gut, oder? Dein Spanisch ist immer noch besser. Immer Creo besser. Sí. que sí. ¿Es continuar en español un Sí, poco? claro. Sí, pues yo leo cada día, creo, 20 minutos. Ayer, una hora en español. Y con mi libro, creo que funciona. También, cuando habla mucho con mi novia y con las amigas y todo. Pero sí, es verdad. Es necesidad. Necesario, es Necesario. necesario hablar y leer cada día. Eso es lo más importante. Sí. Leer y So, escuchar también. escucha también, sí. Y, sí, yo creo, es hay un músculo, ¿cómo se dice el músculo? Sí. Un músculo, también cuando estoy en el gym. Y, por ejemplo, yo quiero un gran bíceps y entonces yo training cada día para mi bíceps. Entreno todos los días o cada día. Sí, exactamente. Y también aquí hay músculos y es también Y cada día, aquí. y aquí, sí, creo que aquí, para con la tongua. Lengua. La lengua. Entonces, son nuevas palabras, ¿no? Y Y nuevos sonidos. nuevos sonidos, tönen. Sí. Sí. Y eso es difícil, creo, Sí. para la lengua Hay que aprender trabajar los nuevos. las dos cosas. Primero hay que aprender a pensar
Reconocer el idioma cuando lo ves y lo escuchas, reconocer las palabras, qué significa, y hay que entrenar esto, y después hay que entrenar la lengua, la boca para lo que ya sabes para decirlo bien. Porque no es, aunque te sepas las palabras, luego vas a tener que decirlas bien, con buena pronunciación y lo suficientemente rápido. Y eso hay que entrenarlo también. Si solo lees y solo escuchas, pero nunca hablas, podrás hablar luego, igual, pero tienes que pensar mucho más, porque te va a costar decir las cosas Sí. si no hablas. Pero puedes Sí. hablar solo también. Sí, pues yo creo también hay mucha gente, yo quiero hablar, yo quiero estudiar español o francés o no sé, en un país cuando la gente no, gente, por ejemplo, aquí en Berlín no, o aquí en Alemania, yo quiero estudiar español, ¿vale? Entonces, estudio con un libro o con un curso un mes o 2 meses, no sé, y después no habla con una otra persona español. Porque, por ejemplo, yo, mi francés es bastante ok, creo, pero nunca habla francés. Entonces, ne necesito una persona. De, como yo mit der ich jeden Tag sprechen kann, como cada día hablar, o Una no sé. persona, necesito una persona con la que hablar todos los días. No, no, que en la idioma de yo creo estudiar. Pero puedes hablar solo también. Yo hablo solo con, ya, sí, con mi libro. Puedes leer en alto, puedes Sí. No mucho, pero sí. puedes hacer o puedes escuchar y repetir cosas. Mi libro a civil creo es muy viejo. Porque Pero hay. sigue funcionando. Sí, no, sí, pero hay muchas palabras, creo. No Sí, existe. está un poquito obsoleto. No, pero creo que eso es este especial libro. Cuando yo compro un nuevo libro de asimil en español alemán, hay los normales palabras. Por Pero hay ejemplo, otras. un ejemplo, hay un frase cuando se dice no hacer las compras, hacer la. Voy al plaza, exactamente. Voy al plaza y eso que es, ich gehe einkaufen. Pero A la plaza. sí, voy a la plaza. Ich gehe zu Platz. Ja, exactamente. Y el Asmil, voy a la plaza, ich gehe einkaufen. Pero no tiene sentido. Está traducido así. Creo que es de año 90.000, 80.000, no sé. Pero eso está mal traducido. Está mal traducido eso. Exactamente, efectivamente sí. Y sí, pues yo creo eso es un viejo, un poco más viejo libro en español. En asimil. Pero sí. Es mal. Vale, no. Y creo, para mí, creo que es súper efectivo una serie o una película en español, pero no hay, existe muchas series en español. Menos. Es menos efectivo porque es siempre más efectivo escuchar la radio o un podcast que ver una película o una serie. Porque en una película o una serie estás viendo y la mayoría de la información que entra es visual. Estás viendo escenas, hay muchísimas imágenes, hay acción, hay cosas, hay silencios. Y la conversación total, el diálogo total, no es mucho. En una hora de película o de serie no hay tantas palabras. En una hora de podcast o de radio hay mucho más vocabulario. No, Escuchas sí, de mucho verdad. más.
Y además, el podcast o la radio lo puedes escuchar de camino al trabajo, vuelta del trabajo, lo puedes llevarlo puesto. En casa estás haciendo cosas, estás escuchando. Estás haciendo la cena, estás escuchando. Una película no puedes, tienes que estar viendo. No, sí, creo que sí, porque cuando tú tienes una hora para ver una película o una hora para escuchar un podcast, efectivamente sí, tiene mucho más palabras en el podcast, en comparario de, en comparario, ¿no? Al En contrario. comparación, en comparación, Ah, en comparación en con. comparación de un película, pero en el película tú puedes ver los labios de los de la gente en el podcast, ¿no? ¿Sí? Creo, no, es normal para ver la cara de la gente cuando la gente habla. Y creo, sí, muy mal, muy ¿Y eso superficial. importa? ¿Crees? ¿Crees un poco importante? Nunca, nunca lo había pensado. Porque cuando los niños, los ni o los babies, Los aprender bebés. con las caras de la mamá o de la papá, y si es bueno y no mal, y creo eso es, creo es, tiene una importancia. No lo había, voy a pensar sobre ello, no lo había pensado. Creo que este podcast ese es mejor para aprender idiomas porque la gente ve nuestra cara y nuestros labios. Y Miguel, hay un programa, hay un app, y la app se hace el audio datai, el no. Explico no explico en alemán. Hay una app y para un podcast, porque eso este es solo en YouTube, creo, ¿no? Nuestro podcast. Eso es solo en YouTube, ¿no? Sí, esto está solo en YouTube. Exactamente. Y hay una app y es posible para el app. Todos en los Spotify, Apple Music, todo. Ponerlo en todo. Ponerlo en todo. Sí, gratis. Y Sven me ha dicho, y creo que es más mejor, solo. Oh Gott, okay, ein bisschen kompliziert. Also, es gibt diese App, und du kannst die Audiodatei hochladen, und diese App teilt das dann an jeden Kanal, also an Spotify, an Apple Music, überall. Und du musst, also man hat keine extra Arbeit, die macht das alles von alleine. Und dann hört Fragen, man. wie es heißt. Ich werde es fragst, wenn, wie es heißt. Und ich werde es probieren, Weil wenn das ist es ja möglich viel besser, ist. wenn man. Ja, natürlich. Alter, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss zurück zur Arbeit. Hey, vale, Chico. Was ist mit deinem Licht Ich weiß es nicht. Die Sonne hier in Berlin, die kommt und geht die ganze Zeit. Das ist ein dort? bisschen nervig, aber es ist bewölkt, ja. Vale, Naja. a ver si a partir de ahora podemos hacer esto más a menudo, una vez a la semana o así. Creo, ¿no? Tan mal poco que eso quede, ¿no? Sí. Claro. Claro que sí, para estudiar, para escuchar, para hablar. Ya. Qué alta. Freue mich, dich zu sehen. Und sehen wir uns nächste Woche. Und bald sehen wir uns hier in San Sebastian. Hoffentlich. Vale. Ricky, ja, also gute Zeit. Ja, du auch. Viel Spaß. Hallo.